Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, ist auf Du und Du mit den ganz Großen aus Politik und Wirtschaft. Alle waren sie schon bei ihm in München. Der frühere Botschafter in Washington und London will die Welt ein Stückchen besser und sicherer machen durch Reden, sagt er. Aber gerade zu seinem Abschied in diesem Jahr ist er selbst ins Gerede gekommen. Das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel wirft ihm vor, seine weltweiten Kontakte zu Geld zu machen und dabei auch an fragwürdigen Rüstungsgeschäften mitzuverdienen. Der Journalist Keno Verzeck arbeitet für verschiedene große Medien und ist Mitautor des Artikels über Ischingers Geschäfte auf Spiegel Online. Willkommen, Herr Verzeck. Guten Tag, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wolfgang Ischinger hat 14 Jahre die Münchner Sicherheitskonferenz geleitet. 2023 löst Christoph Heuskin den 75-Jährigen ab. Ischinger hat ja weltweit einen ausgezeichneten Ruf, gilt als integer, großer Kommunikator und Menschenzusammenführer. Und nun kratzt der Spiegel heftig an diesem Ruf. Was genau werfen Sie ihm vor? Es sind verschiedene Sachen, aber der gemeinsame Nenner, den man da nennen kann, ist, glaube ich, dass Wolfgang Ischinger die Interessen der Münchner Sicherheitskonferenz mit privaten, geschäftlichen Interessen vermischt. Und zwar, indem er seine Kontakte verkauft. Sie haben ein paar Beispiele in dem Artikel. Ich nenne mal die Agora Strategy Group, die er selber gegründet hat. Was hat es damit auf sich? Das ist eine Firma, die er im Jahr 2015 gegründet hat und an der er jetzt noch treuhänderisch beteiligt ist mit 30% der Anteile. Und diese Firma bietet hochrangige politische, wirtschaftliche Kontakte an, beziehungsweise bietet an, dass sie Politiker und Unternehmer in aller Welt zusammenführt, um letztlich gemeinsame Geschäfte abzuschließen. Und da ist Agora eben vermittlerisch tätig. Und das hängt in erster Linie mit den Kontakten zusammen, die Wolfgang Ischinger hat und die er dort einbringt. Aber auch mit den Kontakten der anderen Beteiligten an dieser Firma. Nun, jetzt mal ganz schlicht betrachtet, da hat jemand viele Kontakte aus langen Jahren. Er war früher ja auch noch Botschafter und Staatssekretär im Außenministerium. Also er dürfte auch da noch Kontakte haben. Und wenn er dann mit diesen Kontakten in einer Firma wiederum Menschen zusammenbringt, diesmal auch gegen Geld, das ist ja an sich erstmal nicht dramatisch, oder sehe ich das falsch? Ja, das würde ich schon anders sehen. Also es ist ja immer eine lange Diskussion in Deutschland, jedes Mal und seit langer Zeit, inwieweit es überhaupt erlaubt ist, dass Politiker, die zum Beispiel dann nicht mehr amtieren und Privatpersonen werden, dann für die Wirtschaft arbeiten. Zahllose Beispiele, bestes Beispiel Gerhard Schröder, der jetzt Putins Lobbyist ist und auch Russland in der gegenwärtigen Krise verteidigt. Also das ist an sich schon sehr fragwürdig. Die Rufe, das auch besser zu regulieren, werden in Deutschland immer lauter. Das ist auch passiert in den vergangenen Jahren. Und bei Wolfgang Ischinger ist es so, dass er zwar nicht direkt der Beauftragte der Bundesregierung ist, also da gibt es kein direktes Arbeitsverhältnis, aber er ist ein amtierender, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, also er sagt selber über sich, er ist Diplomat, er darf den Titel Botschafter weiterhin tragen, nach einer Sonderabmachung mit dem Auswärtigen Amt. Und er ist im Prinzip indirekt aus einem Auftrag der Bundesregierung heraus als Chef der Münchner Sicherheitskonferenz tätig. Also im weitesten Sinne übt er ein öffentliches Amt aus. Und das dann mit privaten Geschäftsinteressen zu vermischen, so wie wir das dokumentiert haben, das ist schon, denke ich, sehr, sehr fragwürdig. Und es geht jetzt um verschiedene Sachen. Und da ist es nicht einfach nur so, dass er einen Kontakt hat und den anruft und sagt, okay, würdest du dich mit dem Unternehmer treffen? Ich vermittle das und er kriegt das vielleicht auch noch ein bisschen bezahlt, sondern es geht um ganz fragwürdige Deals, zum Beispiel aus der Rüstungswelt. Also da gibt es auch Abstufungen in dem, was wir dokumentiert haben. Aber eine der fragwürdigsten Geschichten ist tatsächlich, dass eine Firma, die er mitgegründet hat und an der er beteiligt ist, anbietet für
einen deutschen Rüstungskonzern in Krisen- und Kriegsgebieten Rüstungsdeals zu vermitteln, zu ja, einzufädeln, so irgendwas in der Art. Das ist sehr, sehr fragwürdig. Das ist die Rüstungsfirma Hensoldt, die stellt Elektronik für Waffensysteme her, zum Beispiel Radar für Kampfflugzeuge. In der Wolfgang Ischinger im Aufsichtsrat Mitglied ist. Also er profitiert sozusagen doppelt. Und auch ein, wenn noch kleines Aktienpaket hält, haben Sie geschrieben. Das heißt, er vermittelt, sagen Sie, als Teilhaber der Beratungsfirma Agora Aufträge an Hensoldt und dann profitiert die Firma und er dann indirekt über seinen 30%-Anteil, wenn diese Aufträge zustande kommen, an diesen Rüstungsdeals. Habe ich das so ungefähr richtig zusammengefasst? Er macht Geschäfte mit sich selber in gewisser Weise, wenn man ihn als Aufsichtsrat damit reinnimmt. Genau, also diese 30%, das ist seine Beteiligung an Agora, seine treuhändische Beteiligung. Er ist aber eben bei Hensoldt Aufsichtsratsmitglied und hat auch dort Aktien gekauft. Aber er ist nicht mit 30% an der Firma beteiligt. Aber ja, in diesem Sinne profitiert er doppelt. Haben Sie Detailkenntnisse dieser Geschäftsvorgänge? Konnten Sie dort auf Material zugreifen, was normalerweise nicht öffentlich einsehbar ist, sodass Sie auch wissen genau, was da wie passiert ist? Also uns liegt eben ein Dokument vor, in dem Agora, und zwar konkret der CEO, also sowas wie der Aufsichtsratsvorsitzende von Agora, der Firma Hensoldt, ein Beratungs... CEO ist der Vorstandsvorsitzende. Ein Angebot an Hensoldt, ein Beratungsangebot an Hensoldt unterbreitet, auch an den CEO, in dem eben steht, dass man behilflich sein würde, Geschäftsvereinbarungen von Hensoldt in Krisen oder Kriegs- oder Ländern, die in Kriege involviert sind, zum Beispiel Saudi-Arabien, zu vermitteln, dort zu helfen, Treffen zu vereinbaren, beraterisch tätig zu werden. Also Lobbyismus im weitesten Sinn und im umfangreichsten Sinn. Das wird dort ziemlich genau beschrieben. Ob Hensoldt von diesem Angebot Gebrauch gemacht hat, wissen wir nicht. Soweit kann man diesen einen speziellen Fall beschreiben. Was wir auch wissen, ist, dass Agora, wie es das anbietet, auch auf seiner Webseite lesbar, zum Beispiel ein Treffen organisiert hat im September 2016 im China Club Berlin. Dort hat der ehemalige mazedonische Langzeitherrscher und Regierungschef Nikola Gruevski hochrangige Politiker getroffen, also Minister damals, ehemalige Minister, Bundestagsabgeordnete. Ein Closed-Door-Treffen war das. Und er hat dort über Mazedoniens Rolle als Flüchtlingskorridor, Flüchtlingsland gesprochen, vermutlich auch darüber, wie Mazedonien Flüchtlinge aufhalten kann. Ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, wer Gruevski damals war, also ein umstrittener Autokrat, der versucht hat, irgendwie noch aus dem Gefängnis, aus der Perspektive von Gefängnis rauszukommen, hat dort versucht, sich mit der deutschen Politik zu vernetzen und das hat Agora mitorganisiert und Ischinger war bei diesem Treffen auch persönlich anwesend. Er war derjenige, der da die ganzen Kontakte zusammengebracht hat, der hat das auch zugegeben gegenüber uns. Und also das ist ungefähr die Tätigkeit, die Agora und er dort gemacht haben. Das heißt, und das ist das, was Sie ja auch sagen, ich nenne das mal so ein bisschen, gibt den Weltverbesserer. Aber Sie werfen ihm vor, dass das eine Doppelmoral ist, dass er mit Menschen wie Gruevski, der übrigens 2018 dann tatsächlich wegen Korruption, also nach diesem Treffen im Adlon in Berlin, wegen Korruption verurteilt wurde und seitdem flüchtig ist, dass er also dann aber Geschäfte mit Menschen macht, die genau das nicht machen, die Welt zu verbessern. Genau, also er schreibt ja zum Beispiel sehr explizite Artikel, in der er fordert, dass man Korruption stärker bekämpfen müsste. Da geht es auch um Sachen wie Lobbyismus. Er
tritt auch als jemand auf, der sagt, durch die Münchner Sicherheitskonferenz, wie Sie das auch eingangs zitiert haben, wird die Welt hoffentlich ein Stück besser und sicherer. Und dann ist er eben jemand, der solche Waffendeals mit einfädelt oder zumindest indirekt daran mit beteiligt zu sein scheint, wie man aus diesen Dokumenten, die wir haben, ersehen kann. Und er bringt eben Leute wie diesen Autokraten oder ehemaligen Autokraten Gruevski mit deutschen Politikern zusammen, wobei dann unklar ist, also was da eigentlich genau besprochen ist. Aber es ist ganz klar, es geht darum, dass man diesem Mann irgendwie zu einer Bühne verhilft. Und vielleicht kann ich das jetzt doch nochmal in Erinnerung bringen. Im September 2016, als dieses Treffen, von dem wir wissen, stattfand, wofür vermutlich mazedonische Steuerzahler auch viel Geld hingeblättert haben. Also es gab einen Vertrag zwischen Gruevskis Partei damals und Agora. Also damals ist Gruevski von einer mächtigen zivilen Bewegung in Mazedonien aus dem Amt gejagt worden praktisch. Es ging um Vorwürfe gegen ihn wie Wahlfälschung, Korruption, Amtsmissbrauch, Vorteilsnahme, für die er inzwischen auch rechtskräftig verurteilt wurde. Das war damals alles schon bekannt. Ermittlungsverfahren liefen schon gegen ihn. Es war klar, es würde Gerichtsverfahren geben. Und in dieser Situation hat Wolfgang Ischinger diesem Mann zu einer Bühne verholfen, übrigens auch öffentlich in der deutschen Politik. Also es gab öffentliche Treffen mit Ministern damals, mit Bundesministern, mit bayerischen Ministern und dann eben dieses Forum im China Club Berlin, wo man ab 10.000 Euro Jahresgebühr aufwärts Mitglied werden kann. Dann wären noch Jahresbeiträge fällig und so weiter. Also es ist auch eine sehr, sehr teure Angelegenheit. Und in diesem Rahmen hat eben Gruevski eine Bühne bekommen, um knapp 2 Dutzend hochrangige deutsche Politiker zu treffen. Also das ist schon fragwürdig, wenn man als jemand auftritt, der sich über sich sagt, er bekämpft Korruption, Lobbyismus und trägt zum Besseren in dieser Welt bei. Sie haben Ischinger ja mit den Vorwürfen auch konfrontiert. Was sagt er dazu? Er bestreitet das alles. Wir haben ihm eine sehr lange Liste mit Fragen geschickt. Also ich glaube so an die 60 sehr detaillierte Fragen. Summa summarum bestreitet er das. Bestreitet auch, dass er seine Kontakte oder sein Telefonbuch versilbert oder vergoldet hat und ist sich keiner Schuld bewusst. Ja, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Gibt es eigentlich schon Reaktionen? Der Artikel ist sehr frisch auf Spiegel Online. Wenn im Moment, das ist ja das Spannende daran, im Moment läuft ja die Münchner Sicherheitskonferenz. Sie hat gerade begonnen. Ischinger ist auf allen Sendern, in allen Medien. Gab es schon Reaktionen auf Ihren Artikel, auch aus der Politik vielleicht? Also außer die Reaktion von ihm persönlich, wo er, ich glaube, gegenüber der deutschen Presseagentur eigentlich sämtliche Vorwürfe dementiert, gab es meines Wissens noch keine Reaktionen. Ja, also ich persönlich, ich spreche da jetzt nicht für meine Kollegen und auch nicht für den Spiegel oder so, aber ich persönlich denke schon, dass er da auch Konsequenzen draus ziehen sollte. Aber ja, da ist bisher meiner Ansicht nach noch nichts erfolgt und weder die Bundesregierung noch irgendjemand anders hat sich dazu bisher meines Wissens nach geäußert. Also das ist eine Sache, die man noch abwarten muss. Keno Versek, Journalist für viele große Medien und Mitautor des Spiegelartikels über Wolfgang Ischinger. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Sehr gerne. Danke für die Möglichkeit.